Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Review bei mir auf dem Kanal mit den Hasbro Rogue One A Star Wars Story Toys. Heute mit dem Rebel Commando Pao und dem Death Trooper. Der Death Trooper ist ja allgegenwärtig. Der ist ja immer oben jetzt auf der Verpackung mit abgebildet. Und Pao, fiel mir ja schon auf, dass der bei dem Lego Set das zweite Gesicht, wenn man den Kopf dreht, auch so brüllend drauf ist, wie er jetzt hier vorne auf der Verpackung auch abgebildet ist. So, hier nochmal ein bisschen die Packung ins Bild gehalten. Hinten ist dann wieder Beschreibungstext und ein fetter blauer Bereich, wo dann die App, die Filmmaker-App, meine ich, ist es, auch beschrieben wird. Seitlich sieht man jetzt da nicht so viel. Andere Seite wieder ein Teil des Sichtfensters. Unten runter so ein bisschen Herstellerinfos. Und obendrauf ist nicht viel zu sehen. Dann schneide ich mal auf. Ich habe noch gerade was überlegt. Das sollte ich vorher machen und nicht währenddessen, ich weiß. So. Wenn man hier reingeschaut. Hinten drin wieder die drei Zettel. Halt Filmmaker-App in Blau. Ist mal das gleiche mit bei und dann hier wieder dieser Beipackzettel mit den Warnhinweisen. Und hier ist auch wieder so ein riesen Rucksack dabei, diesmal für den Death Trooper. Das heißt also nicht für die Rebellen, diesmal kriegen halt die Imperialen was auf den Rücken geschnallt. Und auch wieder beschrieben, wie es zusammengebaut wird, falls ich mal wieder etwas damit ins Stocken kommen sollte. Hier rum jetzt, so rum, zack. Und den hole ich jetzt auch als erstes aus der Packung. Das sind... Achso, so sieht das Ganze dann im Blister aus. Und so von hinten, wen es interessiert. Ist ein bisschen scharf drin, das ist das eine Teil. Dann haben wir hier, sieht so ein bisschen aus wie so ein Droidenteil. Also wenn er sich so einen halben Droiden auf den Rücken schnallt, finde ich. Ja, das hängt zusammen. Das sind dann auch wieder so zwei Shooter, diesmal in grün. Gucken, da oben sind wieder irgendwelche Auslöser. Das sind wieder zwei Auslöser, die da oben dran sind. Die legt man dann da rum. Ich versuche es mal wieder ohne. Aber wahrscheinlich geht das total in die Hose jetzt. Ah, der hat die über dem Kopf. Ach, hier hinten sind die beiden Auslöserknöpfe drin. Ja, dann bewegen sich diese Zapfen. Das Ganze wird dann da irgendwie drauf soll dann da angeblich irgendwie drauf gesteckt werden. Jetzt geht das. Ja. Scheint man dann auch wieder lösen zu können. So, zwei Haltegriffe. Und dann geht das Ganze ab. Da kommen dann die beiden Shooter rein. Ich nehme die schon mal an die Seite. Für später. Würde ich mal sagen, ich fange mit dem Death Trooper an. Der sieht sehr geradlinig aus, fühlt sich ein bisschen wachsig an. Aber der ist halt sehr steif. Also da fand ich jetzt den Scarif Stormtrooper doch schon einiges cooler. Jetzt von der Modellierung her, der ist doch sehr geradlinig. Was steht noch in Verpackungen? Nicht, dass ich es wieder vergesse. Die Death Troopers sind die Elite-Soldaten des imperialen Geheimdienstes und tragen eine düstere, bedrohlich glänzende Stormtrooper-Spezialrüstung. Ja, glänzend ist hier nicht ganz. Ist ein bisschen matt gehalten. Er erinnert mich doch sehr stark, wirklich sehr, sehr stark. Auch so ein bisschen hat er so ein, ne, der einen Fuß so ein bisschen nach innen. Aber er erinnert mich doch sehr von der Körperhaltung, von der Geradlinigkeit an den Vintage Vader. Die strikten Vintage-Sammler mögen mir jetzt verzeihen. Jetzt steht da nicht mal mehr. Jetzt habe ich hier Stillprobleme. Na gut, dann nehme ich ihn gleich in der Hand.
Gucken wir da jetzt mal mit dem Rucksack, wie das da funktioniert. Also man haut den dann irgendwie Waffe weg. Du kriegst jetzt hier so ein fettes Ding auf den Rücken geschnallt. So. Okay, wenn es erstmal sitzt, dann sitzt es. Das ist so ganz gut drauf. Hey, cool. Das Ding ist so gut ausbalanciert, dass die Figur wirklich steht. Ich habe jetzt einfach, wie gesehen, hat der Bus so auf den Tisch geploppt. Gut. Kommt immer auf an, wo er steht. Alles klar. So, dann die Dinger da reingesteckt. Hier rum, so rum. Dann den Zapfen nach unten. Dann kann er hier noch seine Hände, doch das passt auch. An die Griffe packen. Die Griffels an die Griffe. Ja, da klemmt es ein bisschen so. Jetzt ist er eingesnappt. Ja, ist mit der Hüfte doch ein bisschen wackelig, aber es geht schon. Also bitte nicht auf Personen schießen. Ich schieße hier bloß auf eine Kamera und dahinter ist keiner. Und das geht ja. Also der eine will nicht. Jetzt. Okay, war nicht richtig eingerastet. Boah. Doch. Also in der Richtung steht er. Mal gucken, ich drehe noch ein bisschen. Doch, so steht er auch. Okay. Ja. Bin ich jetzt doch überrascht. Weil die Figur sehr, durch, sehr, sehr schlank wirkt. Und dann dieses dicke Teil auf dem Rücken. Aber zumindest auf dem Tisch geht es einigermaßen. Wie es nachher auf dem Teppichboden aussieht, das weiß ich halt nicht. Aber heutzutage ist sowieso über Laminat verlegt. Glaube ich. So. Okay. Soweit dann dazu. Der Death Trooper hat, wenn ich gleich mal überleite, ein Kugelgelenk im Kopf. Ja, kann man also den Kopf auch ein bisschen neigen und alles. Aber ganz leicht nur. Aber es ist trotzdem eine Kugel. Dann halt die beiden Schultergelenke und die beiden Oberschenkel, Beingelenke, Hüftgelenke. Die Hüfte ist ja nicht weiter oben, wenn er sich da oben auch noch drehen kann. Dann zu den Details der Figur. Ja, er ist schwarz. Oben hat er dann so ein Scope, scheinbar noch dran. Also eine kleine Cam oder so. Sieht also soweit alles ganz gut aus. Vom Mundstück auch okay. Vom Druck, das was drauf ist, ist eigentlich relativ sauber doch drauf geprintet. Aber ansonsten, und noch bei den Knien, da wo man ein bisschen was von seinem Catsuit, von dem Unteranzug dann sehen kann, ist also nicht anders eingefärbt, nicht irgendwie matt bemalt, sondern ist alles der gleiche Kunststoff. Also viel Arbeit vom Drucken her hatten sie bei der Figur hier halt nicht. Seitlich macht er aber trotzdem auch sieht ganz gut aus. Nirgendwo Insignia erst drauf. Nee. Ja, manchmal so ein bisschen unsauber. Ich weiß nicht, ob es vom Gießen kommt. Die Schuhe, seitlich sieht man halt, dass sie so ein bisschen, ich nehme auf die Chucks, von der Struktur halt doch ein bisschen matter sind. Aber passt sich halt in diese Riege der imperialen Rüstungsträger ganz gut ein. Also es ist auf jeden Fall eine Verbindung geschaffen worden zu den anderen Rüstungen. Am hat er noch so Aufsätze. Keine Ahnung, ob es ein Combat ist. Aber was mir halt auffällt, ist, dass der eine Fuß so ein bisschen nach innen steht. Stehen wir da nicht. Ist auch wieder eine Figur, die ist recht oberkörperlastig. So, dann die Waffe. Ist ein bisschen rum, geht aber. Ist ein auch wieder eine Art E11, allerdings vorne noch mit so einer Verlängerung drauf. Also auch wieder so was Modifiziertes und hinten eine ganz komische Schulterschütze mit so einem Punkt. Ist das normal? Keine Ahnung. Okay.
Und auf der anderen Seite ist dann noch auch irgendwie so eine, weiß nicht, Maglite seitlich angebaut, vorne am Lauf. Aber so vom Grundprinzip halt auch wieder der E11 und da sieht man auch dann die runtergeklappte oder eingeklappte normale Schulterstütze der Sterling. Okay, so viel dann zum Death Trooper. Der ist mal die Seite. Ich finde auch recht groß, ne? Jetzt den anderen schon wieder weggepackt. Mal sagt man, das sind die 10 cm Figuren. Vielleicht ist es auch immer nur so, dass er. Ja, das ist 10,5, ist also schon ein bisschen größer. Na gut, das sind die Elite-Soldaten. Vielleicht wie beim alten Fritz, da wurden dann mal die großen genommen. Dann kommen wir mal zum Rebel Commando Pao. Pao ist wieder eine Figur, die hinten so ein Loch auf dem Rücken hat. Damit man ihr einen Rucksack aufklemmt. Dieser Rucksack, doch sehr stark auch, was wir schon aus früheren Serien kennen, dieser typische Rebellen-Rucksack. Also mit so einem Tragegestell, dann so zwei Taschen dran und eine Antenne und hinten so ein bisschen Greenleys drauf. Und den kann man ihm dann halt wieder ins mit diesem Zapfen in den Rücken rammen. Geht aber nicht allzu weit rein, aber scheint aber, naja, so richtig. Zufrieden bin ich damit nicht mit der Halterung, aber es hält zum Hinstellen auf jeden Fall. Gucken, so stehen kann er auch. Das ist dann der. Bleib standhaft, Junge. Das ist dann der Pao. Und die Verpackung sagt zum Pao. Der amphibische Drabata Pao ist ein furchtloser Kommandosoldat, der sich mit dem lauten Schlachtrufs. Was? Da liegst du nieder, wa? Sakala ins Gefecht stürzt. Er schließt sich der Rogue One auf ihrer historischen Mission an, die Pläne des Death Star zu stehlen. Was schreit der? Sakala. Shakala. Shaka? So irgendwie so, Shaka, du schaffst es. Wow. Gefällt mir soweit wirklich gut. Die Figur. Und? Ich weiß noch nicht. Der scheint ja. Da ist auf jeden Fall Gelenk im Mund. Da muss man kurz gucken. Also erstmal hat er ja dann das. Kann nicht richtig sein, dass er den Kopf so runter macht, so auf die Brust presst, um dann da so Schakala zu rufen. Schakala. So einen schüchternen Eindruck macht. Eigentlich muss ja der Unterkiefer nach oben gehen. Ich bewege ja auch meinen Unterkiefer nach unten beim Reden und nicht meinen Oberkiefer bzw. mit der ganzen im ganzen Schädel immer nur so nach unten sprechen. Das würde ja schummerig werden. Okay, er hat zumindest halt. Kann man den Kopf nicht drehen. Das hängt irgendwie jetzt mit dem Mechanismus zusammen. Und dann hat er halt die beiden Armgelenke und die beiden Beingelenke. Vom Sitzen her sitzt er doch relativ gerade. Aber er hat einen Pampers-Arsch. Er rollt dann immer wieder weg. Hinten also ein bisschen runder das Ganze. Als irgendwo auf eine Bank setzen, da haut sie ihn dann doch weg. Ansonsten von den Details, die Augen sehen eigentlich ganz cool aus. Wirklich minimalste Bedruckung. Wirklich fein gesetzt. Auf der Weste die Applikationen in Anthrazit sehen ganz cool aus. Gürtelschnalle sieht sauber bedruckt aus. Und die Beine und die Schuhe sind in einer Farbe bemalt. Also die Hose unten und die Stiefel scheint auch die gleiche Farbe zu sein. Nee, die Stiefel sind doch einen leichten Tuck anders. Dann seitlich erscheint auch so ein bisschen Weathering an der Kappe dann zu haben. Die er trägt. Also sehr viel Bemalungs-, also sehr viel verschiedene Farben, die er zur Verwendung fanden. Auch am Arm jetzt halt die. Diese Unterarmteile, die sind glänzend bemalt, dann ein kleiner gelber Streifen drauf.
unten drunter, was er dann noch im Gürtel hängen hat, wieder anders bemalt, auch zweifarbig bemalt, was dann auch scheinbar nachher später noch dran gesetzt wurde. Also die Figur ist verdammt aufwendig. Und auch hinten so vom Faltenwurf auf der Jacke, auf der Kapuze, auf dieser Mütze. Dann diese Schnallen auf dem Rücken, also richtig cool. Also der gefällt mir wirklich richtig gut. Also ein paar Überraschungen. Der Kiefer, der geht wirklich los. Ich finde jetzt auch nichts irgendwie, wo man drücken kann oder sowas beim Akbar. Ich weiß gar nicht mehr, was beim Akbar war. Ich glaube, der macht Akbar, glaube ich, den Mund. Ich weiß nicht mehr. Nee, ich stehe jetzt nicht auf. Ja, der Pau. Achso, beim Death Trooper natürlich waffentechnisch. Wie hält er die denn? Doch, die hält eigentlich ganz gut. Ja, und die 5-Poa-mäßige Ausrichtung dann mit der Waffe. Aber den finde ich wirklich zu schlaksig. Gut, manche fanden ja auch manche Trooper dann zu untersetzt. Da kann ich nur sagen, untersetzt wird unterschätzt. So, und beim Pau halt mit seinem Backpack, was er dann ihm hinten drauf klippen kann, mit dem Kopf, finde ich schade, ist da nicht so richtig, oder ich komme da nicht richtig mit zur Rande. Ist doch keine Beschreibung da, gibt es da keinen Beschreibungstext, verdammt. Nein. Und hier geht es eigentlich auch bloß um das fette Backpack, aber nicht, dass man da irgendwie beim Pau irgendwas großartig machen kann. So, und der Pau hat auch einen sehr interessanten Blaster dabei, der hier so ein bisschen doof angeklemmt ist. Das ist fies reingepresst. Scheiße, welcher. Verdammt, den werde ich hier durchschneiden müssen. Hier oben mache. Irgendwie in der Verpackung rum. Schnibbeln, aber das ging nicht anders. Eben wegen des Zielfernrohrs und das war da eben auch mit dem Griff alles sehr stark verbunden. Der Blaster wirkt innerlich so ein bisschen krumm. Also das Zielfernrohr oben hat so einen Einknick. Das Ding selber ist irgendwie gebogen in beide Richtungen. Also zeigt nach unten. Der Buttstock hinten, der weicht so ein bisschen ab. Ist auch ein sehr weiches Material. Aber so von der Gestaltung her finde ich den cool. An der Schulterstütze scheint so ein bisschen wetterig zu sein. Es kann es aber auch durchs Licht täuschen, dass das irgendwie, weil der Kunststoff auch so ein bisschen metallisch ist, so metallisch anthrazit, dass es halt so ein bisschen danach aussieht. Aber auch von der anderen Seite finde ich den wirklich, wirklich sehr nice. Und noch mit diesen Schläuchen, da scheint vorne noch so eine Art Granatwerfer dran zu sein. Oder ist halt vorne der Gastacker, warum soll der dann vorne sitzen? Aber auf jeden Fall ein nettes Gerät mit sehr, sehr vielen Details. Gefällt mir auch sehr gut. Dann Pau. Mal hier. Oder Scherge. Ah, Waffe sitzt sehr gut in der Hand. Nee, gefällt mir wirklich gut, die Figur. Kann ich echt nicht anders sagen. Auch das Backpack sieht ordentlich aus. Auch so von der Modellierung, das fliegt mir gerade was durch die Gegend. Super. Nein, das war also mal wieder schön überraschend. Wo ich sagen kann, da freue ich mich doch drüber, auch wenn er hier ein bisschen schlaksig ist. Die Figuren allerdings hatte ich jetzt, ich meine, bei Yuckface war das, gesehen, es kommt ein 4-Pack raus, ein exklusives 4-Pack für die Warenhauskette Kohl's in den USA. Natürlich, diese ganzen Exklusivgeschichten kommen immer in den USA und dann kann man Glück haben, dass er über den Collector-Markt noch irgendwie nach Deutschland kommen, muss man dann natürlich etwas mehr dann bezahlen. Oder man muss halt über eBay und dann geht es wieder mit Pitney Bowes los und sowas. Wird halt, oder ist halt das Sammeln, wenn man einige spezielle Sachen haben möchte, dann doch schon etwas kostspieliger hier. Wenn es von den Basics, von den Standards abweicht. Aber da kommt zumindest ein 4-Pack raus. Mit einem Death Trooper, da meine ich, ist der Pau dabei, der Morroth ist dabei und allerdings bei Morroth dann kein Scarif bzw. Short Trooper, sondern ein Stormtrooper. Dann wohl mit, so wie es auf dem Bild zu sehen war, dann mit einem weißen Pauldron, also der Schulterklappe da, drauf.
und der Death Trooper. Ansonsten erstmal so, ja, weißes Pauldron, okay. Aber der Death Trooper ist halt schmuddelig. Der ist dann irgendwie, scheint der dann gewässert zu sein. Das heißt also, dass der irgendwie in Schlamm gefallen ist oder sowas. Das ist natürlich dann wieder so eine reizvolle Sache. Allerdings bei diesen Vorpacks, bei dem Takodana-Set, wo Maskanata mit dabei war, da war zumindest Mess und die Kiste mit dabei, was so als bislang nicht rausgekommen ist dann war. Und da habe ich dann halt drüber hinweggesehen, dass halt drei Figuren von den Vieren dann doch schon 1:1 halt auf Basic-Karte rauskamen und auch ältere Figuren waren. Es waren ja quasi dann die Figuren aus der ersten TFA-Wave. Und ja, Mess Kanata ist bislang noch nicht auf Basic Card oder einzeln rausgekommen. Das heißt ja, die war wirklich nur in diesem Set drin. Eigentlich genauso wie BB-8, der bislang auch nur in Sets mit drin war. Günstige Möglichkeit halt an den BB-8 ranzukommen in einem Set war dann halt das 2, beziehungsweise dann war es ein 3-Pack mit dem Scavenger und Tedo. Also diese Sachen finde ich immer ein bisschen dann doof. Ansonsten muss man halt den Falken kaufen, um BB-8 zu bekommen. Dass der also nicht dann irgendwie bei einer Ray irgendwann mal beigelegt war, wie es halt bei der 6-Inch-Reihe war, finde ich dann schon sehr schade. Beziehungsweise auch eine bessere bei der Black Series 3.75-Inch Ray, dass da dann nicht irgendwie nochmal ein Black Series BB-8 mit dabei gepackt war. Aber gut, wieder mal Jammern auf höchstem Niveau. Ich weiß nicht, ob es Jammern auf höchstem Niveau ist. Ich weiß gar nicht, welchen ich nach vorne stelle. Aber der Pau ist halt recht klein so, jetzt wenn man die beiden so nebeneinander stellt. Gegenüber dem... Okay. Gegenüber dem Death Trooper. Ja, dann vielen Dank fürs Reinschalten in das Game View. Ging jetzt mal wieder über 20 Minuten, glaube ich. Und danke für die Geduld und bis zum nächsten Mal. Ich fange demnächst ja dann auch die Einzelfiguren an und da wird es dann hoffentlich mal wieder ein bisschen kürzer. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Freue mich auf euch. Lasst einen Daumen da oder ein Abo. Empfehlt mich weiter, teilt das Video auf allen Plattformen oder per E-Mail. Und dann bis dann. Tschüss.